ein freundliches Hallo aus dem Garten, vom Peter aus dem Garten. Heute möchte ich vorstellen meine abgeänderte Version von den Baumgurten für die Hängematten, die der Detlef vom Kanal Bushcraft and Nature vor einiger Zeit vorgestellt hat. Wen es interessiert, der guckt zu. Wen es nicht interessiert, der schaltet ab. Bis gleich. So, im Grunde genommen ist das Gleiche, was der Detlef sich ausgedacht hat. Ich habe nur anderes Gurtmaterial genommen, und zwar vom Schrottplatz, alten Sicherheitsgurt. So, der ist breiter, also mit Sicherheit baumschonend. Dann der Knoten ist der gleiche, den auch der Detlef in seinem Video vorgestellt hat. Und der Unterschied zu meiner Version ist, dass ich nicht nur ein Dyneema-Strang genommen habe, sondern zwei. Und auch das Verschlussstück, da wo die Hängematte nachher eingehangen wird, habe ich auch etwas abgeändert. Das sind die gleichen Maße, genau wie beim Detlef, nur ich habe zwei Bohrungen reingemacht, damit ich dann das Dyneema in der Schlaufe umführen kann. So, hat für mich den Vorteil, ein Knoten, der nicht da ist, kann nicht aufgehen, ich kann das Teil nicht verlieren. Und den Vorteil, den ich für mich jetzt sehe, ich will also in keinster Weise die Konstruktion vom Detlef irgendwie madig reden oder was. Detlef, das ist ein super Teil. Da gibt es gar nichts. So, und dann gehe ich einfach hin, um jetzt hier das Ding zu fixieren. Gehe mit der Strippe von der rechten Seite auf die linke Seite, mache da den halben Schlag. Und mit der Strippe, die auf der anderen Seite rauskommt, gehe ich auf die gegenüberliegende Seite und mache den halben Schlag. So, dann ziehe ich das hier fest. So, das ist also richtig fixiert. Da kann auch nichts losgehen und nichts. Und ich habe für mich, da ich etwas schwerer bin, die Sicherheit, dass ich zwei Dyneema-Strippen habe, wo ich dann die Hängematte dran festgemacht habe. Gut, die Befestigung am Baum ist genauso wie beim Detlef, nur dass es jetzt halt ein etwas breiterer Sicherheitsgurt ist. Das ist im Grunde genommen alles. Vorteil noch von dem Sicherheitsgurt ist, ich habe es auf dem Schrottplatz gekriegt, den Schrottonkel mal gefragt, der hat mir den Gurt einfach geschenkt. Ich dachte, nimm mit, Junge, ich kann eh nichts damit anfangen. Und ist eine feine Sache, kostet nichts, schwarzer Gurt, fällt auch nicht großartig auf. Ja, guckt euch die genaue Herstellung auf Detlefs Kanal an. Da erklärt er, wie der Knoten gemacht wird, worauf man achten soll beim Zusammenbauen. Das kann der Detlef wesentlich besser als ich. Ich wollte halt nur jetzt mal vorstellen, wie ich das ein klein wenig modifiziert habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben und wünsche noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.